Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Hörgenuss des Monatsvideos. Heute ist der letzte Donnerstag in diesem Monat und gleichzeitig auch der letzte Tag des Jahres. Und wie ihr es gewohnt seid, an diesem Tag gibt es immer eine Fülle von Buchtipps, Hörbuchtipps, Hörspieltipps oder auch mal Podcast-Tipps. Meine lieben Kolleginnen und ich stellen euch ja hier immer wunderbare Hörgenüsse vor. Ihr findet alle Mädels unten in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei und auch die Playlist aller Videos in dieser Reihe erschienenen Videos sozusagen findet ihr immer unten in der Infobox. Also schaut euch dort gerne immer mal wieder um und holt euch da Informationen, die ihr vielleicht gerne habt. Ja, heute am letzten Tag des Monats und auch den letzten Tag des Jahres habe ich gedacht, es wäre eigentlich viel zu schade, einfach nur über einen Hörgenuss zu sprechen. Nein, ich möchte so ein bisschen auch einen Jahresrückblick mit euch jetzt machen, eben ganz zum Thema Hörbücher. Es gab ja jetzt auch letztens den Hangout, wo die anderen Mädels live sich so ein bisschen darüber ausgetauscht haben, an dem ich leider nicht teilnehmen konnte, aber ich hole das jetzt hier so ein wenig nach. Und ich habe mir ein bisschen Statistik schon angeschaut, auch wenn es jetzt vielleicht plus minus ein Hörbuch irgendwie noch wäre, was ich jetzt vielleicht in der letzten Woche noch gelesen habe oder gehört habe im besseren Sinne, dachte ich, stelle ich euch so ein bisschen meine Top diesen Jahres vor, vielleicht auch meine Reread-Hörbücher und ich habe auch ein paar Podcast-Tipps dabei. Möchte aber anfangen tatsächlich mit der Anzahl der gehörten Hörbücher und da habe ich ja wirklich gedacht, das kann ja eigentlich fast gar nicht stimmen. Es sind 56 Hörbücher in diesem Jahr und ich bin selbst mehr als geflasht, weil das bedeutet ja durchaus auch mal mehr als ein Hörbuch pro Woche. Und das finde ich tatsächlich ganz schön heavy, wenn ich ehrlich bin. Ich rufe ja so immer ein bisschen das Hörbuch der Woche aus und es gibt ja auch immer mal eine Woche, wo man nicht hört. Dementsprechend war ich doch ein bisschen über die Anzahl irritiert und habe tatsächlich zweimal gezählt. Und es passt zwar theoretisch schon ganz gut in die große echte Statistik, die ja wahrscheinlich in der zweiten Januarwoche dann kommt, was so der Vergleich betrifft zwischen Gehörten und Gelesenem. Aber über 56 Hörbücher war ich doch erstaunt. Umso schöner finde ich es, dass davon tatsächlich 23 Bücher Highlight-Bücher waren. Also fast die Hälfte tatsächlich der gehörten Bücher ist ein Highlight gewesen. Und da diese Statistik kann ich tatsächlich, oder dieses Ergebnis kann ich tatsächlich nicht auf die anderen Bücher widerspiegeln. Ich glaube, ich habe nicht ansatzweise die Hälfte meiner komplett gelesenen Bücher ist ein Highlight. Also finde ich tatsächlich schon recht faszinierend. Und finde ich tatsächlich auch gut. Also ich glaube, Flops habe ich gar nicht groß in Erinnerung, habe ich jetzt tatsächlich auch gar nicht nachgeschaut, aber ich war hier doch so ein bisschen, allein schon über die 56 Hörbücher war ich gefühlt schon sprachlos und das bei einem Hörgenuss, ne? Ihr könnt mir ja gerne mal auch erzählen, wie ihr das so mit den Hörbüchern handhabt, ob ihr die zu den echten Büchern sozusagen dazu zählt, ob ihr die zu gelesenen Büchern dazu zählt, ob ihr da irgendwie eine Statistik führt. Mich interessiert sowas immer, ich bin ein absolutes Statistikenkind, von daher können wir uns da gerne auch in den Kommentaren ein bisschen austauschen. Ich möchte gar nicht lange rumschnacken, sondern direkt mit meinen 5 Highlight-Hörbüchern beginnen, die natürlich für euch jetzt auch nichts Neues sind, weil über die meisten habe ich, glaube ich, auch in den Hörgenüssen gesprochen und deswegen denke ich, brauchen wir da gar nicht so viel Zeit. Beginnend möchte ich aber, und es wird hier kein Ranking, sondern es sind wirklich so die 5 Bücher, die mir wirklich direkt eingefallen sind, die wirklich einfach ein Highlight waren. Angefangen mit der Nevernight-Reihe von Jay Kristoff und zwar wird das gesprochen von Robert Frank und der hat einen großen, großen Anteil daran, dass ich nicht nur diese Reihe so grandios fand, sondern auch das Hörbuch. Denn Robert Frank schafft sprachlich wirklich eine wahnsinnige Atmosphäre aufzubauen, den Humor zu transportieren, den Jay Kristoff in wahnsinnig sarkastischer Weise seinen Charakteren sozusagen in den Mund legt und es war einfach ein Hörgenuss. Es war wirklich der Wahnsinn, wie diese High-Fantasy-Geschichte oder Dark-Fantasy-Geschichte uns erzählt wurde um die Assassinin Mia, wie diese Welt aufgebaut war und wie wahnsinnig gut das Robert Frank gemacht hat. Und ich möchte hier gar nicht über die Bücher als geschichtliches Highlight sozusagen sprechen, sondern wirklich hier auch Robert Frank in den Vordergrund geben, weil ich seine Sprechleistung hier einfach wirklich großartig fand und wie er wirklich mit Worten und Sprache wahnsinnig viel geschaffen hat. Also wirklich großes, großes Hörkino. Dann
möchte ich Verity von Colleen Hoover auch mit aufnehmen, denn das wird auch von zwei Sprecherinnen gesprochen. Einmal von Marlene Rauch und von Lisa Stark. Stark, wahrscheinlich zu Deutsch. Stark, kein Stark. Wir sind nicht bei Winterfell und nicht in Game of Thrones. Ja, Verity von Colleen Hoover ist ja ein ganz untypischer Colleen Hoover, der, glaube ich, auch im Bold Verlag erschienen ist und der eher in so eine Richtung Spannungsroman geht, wenn nicht sogar so ein Hauch von Thriller darin sich vertieft. Der Vorteil und das Wunderbare hier waren tatsächlich, dass wir zwei Perspektiven haben und die eben auch durch zwei Sprecherinnen vertont werden und die ihr Werk sozusagen, ihre jeweilige Perspektive wirklich perfekt rübergebracht haben, die sich wunderbar ergänzt haben. Dieses Zusammenspiel und gleichzeitig aber doch unterschiedlich fand ich wirklich großartig. Und das hat für mich auch dem Buch die richtige Spannung gegeben. Man hat wunderbar mitgehen können mit den Charakteren, mit diesen Stimmen. Und ich glaube, dass es wirklich ein großer Vorteil ist, wenn man verschiedene Perspektiven hat, dass man dann eben auch verschiedene Stimmen wählt. Und das ist hier wirklich auch absolut gelungen. Zudem war dieses Hörbuch wirklich sehr spannend aufgebaut. Und nicht nur, was die eigentliche Geschichte angeht, sondern eben auch, wie die beiden ja ihren Charakteren eben auch einfach diese Spannung verliehen haben, die Angst, den Ausdruck. Also das haben beide wirklich großartig gemacht und das macht auch Verity für mich zu einem Highlight. Bei Time to Love von Beth O'Leary haben wir im Grunde einen ähnlichen Aufbau. Wir haben eine Geschichte von Enkelin und Oma, die im Grunde ihr Leben tauschen von London in die Provinz und umgedreht. Und wir haben hier eben auch zwei Stimmen, zum einen Gabriele Blum und Merete Brettschneider, die ich beide eben auch von anderen Hörbüchern kenne, die diesen beiden Charakteren ihre Stimme geben. Und auch hier merkt man natürlich bei Beth O'Leary, die für mich wirklich diese Kunst des Perspektivwechsels geschaffen hat, denn wirklich jede Perspektive hört sich eben so an, wie sich der Mensch anhören könnte. Also man hat einen anderen Sprachgebrauch bei der Jungen, bei der Enkelin, als eben auch bei der älteren Frau, der Oma. Und das, finde ich, haben beide Stimmen auch geschafft, dass sie sich eben genau diesem Charakter angepasst haben, dass sie der Stimme eben vielleicht Lebendigkeit verliehen haben, auch ein bisschen dieses Zweifeln, diese Angst, dieses Neue entdecken und dann eben wirklich sich wunderbar ergänzt haben. Also auch Time to Love, nicht nur ein Buch, Highlight, sondern wirklich auch durch diese beiden Sprecher ein absoluter Hörgenuss, der das Lesen oder das Hören wirklich ganz wunderbar gemacht hat. Während ich ja im letzten Jahr zum Beispiel noch über Love to Share und das Hörbuch so ein bisschen Kritik geübt habe, weil da die Tonlagen sehr unterschiedlich waren. Also sie war unfassbar laut, er war gefühlt sehr leise und man ständig irgendwie hin und her switchen musste, hat man das hier aber perfekt abgemischt und hat hier wirklich einen wunderbaren Hörgenuss. Dann darf es natürlich nicht fehlen, ein relativ vor kurzem erst entstandener Hörgenuss ist das Die Stadt der träumenden Bücher von Walter Mörs und gesprochen für mich vom legendären Dirk Bach. Und das war wirklich Hammer. Also das war wirklich ein Hörgenuss, wie er im Buche steht, denn Dirk Bach hat etwas geschaffen, er hat geschrien, er hat gelacht, er hat geflüstert, er hat unfassbar viel Lebendigkeit in die Vertonung hineingelegt und das einfach perfekt. Ich kann es gar nicht anders zum Ausdruck bringen. Ich glaube, einfach nur die Geschichte vorgelesen wäre zwar auch schon gut gewesen, weil die Geschichte von Walter Mörs so großartig ist, aber Dirk Bach schafft es, diese Geschichte auf eine ganz andere Ebene hinaufzuziehen und auch dort zu erzählen und das hat er wirklich hammermäßig gut gemacht. Also spätestens, wie er das erste Mal geschrien hat und ich wirklich so total erstarrt erstmal da saß und dachte, huch, was nu, habe ich gewusst, das kann eigentlich nur gut werden. Und wenn er wirklich abgleitet und wunderbarst erzählt, nie monoton, immer lebendig, also große, große Sprecherkunst, da ist uns wirklich ein ganz großer Schauspieler verloren gegangen. Und dann auch wieder ein bisschen spezieller ist für mich die Stimme von Caroline Musk von Oppen, von der ich einige Hörbücher in diesem Jahr im Grunde auch gehört habe. Ich möchte aber die Farben der Schönheit hervorheben von Corinna Boman. Das ist eine Trilogie, die ich auch wirklich absolut highlightig toll fand in diesem Jahr. Nicht zuletzt von Caroline Musk von Oppen, wohl für mich auch die beste weibliche Stimme, der ich super gerne zuhöre und auch in diesem Jahr sehr häufig gelauscht habe, die es wirklich schafft, diesen historischen Rückblick sozusagen, wir sind hier ja Ende der 1920er Jahre bis irgendwann Mitte der 40er Jahre und sie hat für mich eine nostalgische Stimme und ich kann nicht erklären, warum ich das finde, aber ich finde, Caroline Musk von Oppen passt perfekt in diese Zeit,
wenn es eben zurückgeht, wenn wir historisch werden. Sie funktioniert für mich auch, wenn wir in die Jetztzeit kommen. Aber ich finde, sie hat eine Stimme, die perfekt eben hier Sophia eine Stimme geben konnte und uns das rüberbringen konnte, was eben in der Vergangenheit liegt. Und das finde ich, also es liegt immer alles in der Vergangenheit, aber ihr wisst, wie ich das meine, fand ich wirklich großartig. Sie hat diese Zeit wunderbar rübergebracht, sie hat das sprachlich großartig gemacht und sie hat uns eben mitgenommen in diese Zeitreise und hat das perfekt vertont. Also wirklich auch ein absoluter Hörgenuss und hat mir auch sehr, sehr gut in diesem Jahr gefallen. Dann habe ich auch noch 5 Rereads gehabt, beziehungsweise sind es dann Rehearings, wenn man so möchte. Ich packe euch auch alle Bücher unten mal in die Infobox, wenn ihr da ein bisschen mehr zu den Geschichten und so euch anschauen wollt, schaut da auch gerne mal vorbei, ich verlinke natürlich alles. Ja, ich habe Bücher, die ich liebe, die rereade ich ja auch durchaus in regelmäßigen Zeiten und begonnen in diesem Jahr definitiv mit Harry Potter von J.K. Rowling, gesprochen von Rufus Beck. Eine Reihe, die mich schon seit Jahrzehnten fesselt, begeistert, immer wieder, wo ich immer wieder nach Hause zurückkehre, wenn ich es gerade brauche und das war in diesem Jahr auf jeden Fall häufiger auch der Fall und Rufus Beck spricht es wirklich gigantisch gut. Er schafft es auch, jeder Stimme, jedem Charakter eine Stimme zu vergeben, eine Stimmung zu transportieren, Spannung aufzubauen. Die einzige Stimme, die ich ein bisschen merkwürdig finde, ist die von Arthur Weasley, denn der spricht auf irgendwie irgendwann dann, glaube ich, Ostfriesisch und man fragt sich so, warum? Und ich finde auch Dobby zum Teil unerträglich, aber wahrscheinlich ist Dobby auch einfach unerträglich, zumindest in der Stimme. Und das macht Rufus Beck wirklich perfekt. Also es ist wahnsinnig toll vertont und ich kann das wirklich jedem nur mal empfehlen, der ein Harry Potter Fan ist. Am besten dann für den ersten 4 Teilen auch im Grunde die illustrierten Ausgaben dazu nehmen und dann mit rumblättern. So habe ich das jetzt auch beim 4. gemacht, den ich das erste Mal gerereadet habe, seitdem ich die illustrierte Ausgabe habe, kann ich nur empfehlen. Dann war es Stephen King Zeit und ich glaube, das war auch im King im April. Das war ja eine Aktion, die Phil ausgerufen hat und ich habe Friedhof der Kuscheltiere gerereadet. Mir war einfach nach dieser schaurig schönen Geschichte definitiv einer meiner Highlight-Kings und da wird es definitiv ein Ranking im Januar geben, also schaut da unbedingt auch gerne mal vorbei. King wird in der Regel vertont von David Nathan und ich hatte ja lange Zeit eine David Nathan-Sperre, was gar nichts mit ihm zu tun hat, dass ich ihn schlecht finde, sondern ich fand ihn zu gut. Ja, zu meinem Monster 1983 Debakel muss ich wahrscheinlich nichts erzählen für alle, die die Geschichte auch schon kennen. Aber David Nathan ist natürlich gefühlt einer mit der Sprecher, die wir haben und auch Synchronsprecher, die einfach gigantisch großartig sind. Und er schafft es, diese düstere, horrorgeladene Atmosphäre in seine Stimme zu legen. Und dann vergisst man auch, dass er einen Johnny Depp spricht, man vergisst einen Christian Bale. Da ist einfach purer Stephen King und David Nathan und das wirklich in Perfektion. Also großartig, nicht nur Friedhof der Kuscheltiere vom Meister, sondern auch in Kombination mit David Nathan. Dann habe ich gehört von und mit Harpe Kerkeling, Ich bin dann mal weg. Ja, auch dieses Buch lese ich in regelmäßigen Abständen und variiere immer zwischen dem Hörbuch und eben auch dem echten Buch. Wir treffen hier ja auf Harpe Kerkeling, der eben den Jakobsweg geht und uns daran teilhaben lässt. Tatsächlich so ein bisschen humorvoll, aber eben auch mit ganz vielen Gedanken, die er sich auf dieser Reise gemacht hat. Und er spricht dieses Hörbuch auch selbst. Und das ist einfach großartig. Man lauscht ihm unglaublich gerne. Man hört seinen Humor raus, seine Ernsthaftigkeit, seine Zweifel. Er weiß natürlich selbst am besten, was er da dabei gedacht hat. Und wenn er uns das erzählt, schafft er es eben auch, uns da absolut mitzunehmen. Und ich glaube, danach hatte jeder von uns das Bedürfnis, einfach mal den Jakobsweg zu gehen. Und das liegt, finde ich, nicht nur daran, dass das Buch schon toll ist, sondern auch, dass wirklich die Vertonung von Harpe großartig ist. Dann habe ich auch gerereadet Eat, Pray, Love von Elizabeth Gilbert. Das wird gesprochen von Julia Fischer. Und das Buch ist ein Buch... Das Buch ist ein Buch. Faszinierender Anfang eines Satzes. In diesem Buch geht es ja um die Selbstfindung von Elizabeth Gilbert, die uns das ja im Grunde mitnimmt, die zum Essen nach Italien fährt, zum Beten nach Indien und zum Lieben ist sie dann auf Goa? Ich bin mir gerade nicht mehr so richtig sicher. Oder auf Bali ist sie, glaube ich. Und die Julia Fischer schafft es, Elizabeth Gilbert eine Stimme zu geben, die zu Beginn unglaublichen Selbstzweifel hat, die sich selbst für so viele Dinge hasst und man das auch in dieser etwas
leichteren, leiseren Stimme hört. Und dann wächst eben Elizabeth Gilbert über sich hinaus. Und das schafft eben Julia Fischer wirklich großartig zu erzählen. Also diese Entwicklung, die unsere Protagonistin macht, die eben ihre Lebensgeschichte erzählt und das wirklich wahnsinnig gut stimmlich verpackt hat. Also wirklich großes, großes Kino, hat mir im Hören auch unfassbaren Spaß gemacht. Und der letzte Reread ist Der Hobbit, den ich im Grunde jetzt auch gerade erst nicht mehr viel habe, aber am Hören bin. Und zwar ist das gesprochen von Gerd Heidenreich. Und ich hatte Sehnsucht nach Zuhause und für mich ist ja das Auenland das pure Daheim, wohin ich immer mal wieder Heimweh habe. Und ich hatte erstmal überlegt, hörst du dir den Herrn der Ringe an? Ach nein, der Hobbit ist schon länger her, hör da mal rein. Und wer hätte gedacht, dass mich das so in den Bann zieht? Ich habe, glaube ich, jeden Tag mehrere Stunden damit verbracht, dieser Geschichte zu lauschen, einfach nur auf der Couch zu sitzen, im Bett zu sitzen, am Schreibtisch zu sitzen und in dieser wunderbaren Weihnachtsatmosphäre dieser Geschichte vom Hobbit von Bilbo zu lauschen, ihrem Weg zum Drachen Smaug. Und ja, großartig. Es ist eine wahnsinns schöne Geschichte. Über die Verfilmung sprechen wir nicht, das ist definitiv kein Filmgenuss, aber Gerd Heidenreich spricht die einfach großartig und auch hier schafft er es eben, ja, den Charakteren ihre Stimme zu geben. Und wenn dann gesungen wird und Gedichte gesprochen, es ist einfach ein absoluter Genuss, den ich absolut nur empfehlen kann. Dann möchte ich auch noch zu drei Podcast-Tipps kommen, von denen ich in diesem Jahr keine Folge verpasst habe. Nein, im Grunde beim ersten Podcast sogar aufgeholt habe. Und zwar ist der erste Hagrids Hütte von Manu und Michel, die, ich glaube, ähnlich verschwägert sind wie Harry und Ron durch Ginny. Habe ich jetzt Harry Potter gespoilert? Aber gut, ich glaube, kann man Harry Potter noch spoilern? Wenn ja, tut es mir sehr leid. Und die beiden lesen bzw. hören Harry Potter und sprechen dann zu jedem Kapitel eine Folge. Beziehungsweise fassen sie auch manchmal zwei Kapitel zusammen und nehmen dieses Kapitel auseinander. Detailreich, wirklich irre, was denen auffällt, was auch manchmal schon so ein Foresharing ist, was irgendwann nochmal wichtig wird, was sie auch manchmal einfach dumm finden und doof finden, aber genauso lieben sie eben Harry Potter und nehmen diese Welt eben auch wahnsinnig toll wahr und wirklich mit ganz vielen Hintergrundinformationen. Und ich habe es dieses Jahr, ich habe jede Woche, hänge ich hier dran, ich bin förmlich süchtig, ich finde diesen Podcast wirklich gigantisch alleine, was da auch für Gedanken kommen, welche über fünf Ecken, wo wir zu Themen kommen, wo man sich am Ende fragt, wie sind die beiden denn nun hingekommen und warum bin ich da mitgegangen, ne? Also großartiger Podcast-Tipp für alle Harry Potter-Fans. Dann war es in diesem Jahr ja nicht ganz so möglich zu reisen. Umso schöner ist es, dass Erik Lorenz weiterhin uns mit Weltwach, mit Abenteuerreisen, im Grunde versorgt. Ein Podcast, den ich gefühlt seit Beginn höre. Vielleicht nicht unbedingt jede Folge, aber fast. Gibt immer mal trotzdem Themen und Bereiche und Länder, die mich nicht ganz so faszinieren. Aber es ist wahnsinnig toll, wie viele Abenteuerreisen der Erik Lorenz hier findet. Erik Lorenz natürlich, und er mich immer wieder packt und fesselt. Ich mag es, wie er Interviews führt, welche Fragen er stellt, wie tiefgründig die auch wirklich manchmal sind, dass es nicht einfach 0815 Interviews sind, sondern man wirklich merkt, dass da ganz viel Interesse von seiner Seite dabei ist, dass er überhaupt eben einfach sich für Abenteuer und das Reisen und die Welt interessiert. Und das ist Weltwach wirklich wahnsinnig. Was wir dafür Geschichten hören von Leuten, die irgendwie alle Berge oder alle höchsten Berge jeden Kontinents besteigen, über mit dem Fahrrad durch die Welt reisen, zu Fuß irgendwo hingehen, irgendwo im Regenwald unterwegs sind. Also es ist eine Fülle von Themen und Gästen und das ist wirklich ganz, ganz toll und ich lausche dem unglaublich gerne. Und der letzte Tipp ist dann etwas ganz anderes, was man nicht so ernst nehmen sollte. Und zwar ist das Buchingers Tagebuch von Michael Buchinger. Er selbst hat ja im Grunde eigentlich angefangen mit YouTube und ich bin und war schon immer ein großer, großer Fan seiner Hassliste. Also ich bin nicht der größte Mensch, der irgendwie Hass empfindet, weil das finde ich tatsächlich auch ein starkes Wort. Aber wenn Michael Buchinger hasst,
dann hasse ich mit. Und das finde ich großartig. Hier in dieser Form macht er jetzt aber tatsächlich eher ein wöchentliches Tagebuch und erzählt uns dienstags immer von seiner zuletzt gelegenen Woche und hat hier auch allerhand Anekdoten, egal ob es natürlich in diesem Jahr das große C war, ob es seine Comedian-Auftritte sind, ob es sein Leben ist als famer YouTuber und spätestens irgendwie, glaube ich, als er auf der österreichischen Forbes-Liste jetzt war von erfolgreichen Menschen unter 30, also ja, dann großartig. Ich mag seinen überspitzten Humor, ich mag Sarkasmus, Zynismus, ich mag die Trockenheit in seinem Humor und ich finde ihn einfach wahnsinnig. Ich kann dabei meistens so viel lachen wie in keiner anderen halben Stunde. Ich liebe seinen Humor und ich bin dadurch ein großer Fan. Natürlich ist das sehr speziell, aber wenn ihr vielleicht seinen YouTube-Kanal kennt oder seine Bücher oder auch, ja, ihr ihn vielleicht schon mal als Comedian gesehen habt, hört euch unbedingt mal seinen Podcast an. Mir macht er wirklich großen, großen Spaß. Und das waren sie jetzt sozusagen, alle Highlights irgendwie des Jahres kurz zusammengefasst. Ich habe wirklich versucht, alles schnell hier irgendwie reinzupacken, damit das Video nicht unendlich lange wird. Denn ich glaube, die weiteren Jahresrückblicke zu Serien, Filmen und eben auch den Büchern werden definitiv ein bisschen längere Videos. Ja, 56 Bücher, 23 Highlights im Hörbuchbereich ist echt irre. Also ich bin wirklich platt und freue mich auf das Neujahr, das hoffentlich auch wieder ganz, ganz viele tolle Geschichten parat hat und wir zusammen entdecken können. Und ich bin jetzt auch super neugierig, was meine Kolleginnen diesen Mal als Hörgenuss ausrufen und bin natürlich auch bei euch neugierig, ja, ob ihr Highlights im Hörbuchbereich habt, was es war, warum es ein Highlight war oder gerne auch, wenn ihr so eine Top 5 habt, immer her damit und schaut gerne in die Infobox zur Playlist, zu den Mädels und auch den Infos zu den Büchern, da freue ich mich dann sehr. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch heute einen wunderbaren Rutsch ins neue Jahr, verabschiedet euch gut von 2020 und auf das 2021 ein wenig abwechslungsreicher, vielleicht tatsächlich wird und ja, einfach vielleicht ein bisschen anders und wieder ein bisschen normaler, selbst wenn es eine neue Normalität ist. Kommt gut ins neue Jahr und ich freue mich, wenn wir uns dann da wiedersehen im nächsten Video. Macht's gut, tschüss, eure Steffi.